Andy Warhol beginnt mit seinem Mauerwerkkomplex, der aus Tapeten, Zeichnungen und Siebdrucken besteht. Signifikanterweise sind wir dort wieder 1972. Also ein Jahr, nachdem China in die UNO aufgenommen wurde und in genau dem Jahr, in dem Richard Nixon als erster US-amerikanischer Präsident offiziell Peking besucht. 1972 befand sich China aber auch mitten in der sogenannten Kulturrevolution, also in dem vom großen Vorsitzenden Mao initiierten Bürgerkrieg, in dem etwa 7 Millionen seiner Landsleute starben, deswegen Massenmörder. Schon diese Gleichzeitigkeiten zeugen von dem kritischen Potenzial, das in diesem Mao-Porträt steckt. Platt gesagt, man feiert keine Diktatoren und Massenmörder, weder in der UNO, noch auf Staatsbesuchen, noch in der Kunst. Die Mao-Serie benennt den Unterschied von diktatorischem Kommunismus und vermeintlich freiem Westen eben nicht als den Unterschied der An- bzw. Abwesenheit von Demokratie, sondern nur als die unterschiedliche Qualität von Masse, einförmig im Osten, bunt im Westen. Demokratie nämlich ist, entgegen konservativer Rhetorik, in den USA nicht das wirklich gesellschaftsbestimmende Moment. So haben die USA immer wieder Demokratie mit Füßen getreten. Im eigenen Lande, man denke nur an die McCarthy-Ära oder jüngst an den Wahlbetrug von George Bush Jr. und in fremden Ländern, etwa in Südamerika, wo Demokratien von den USA zugunsten eigener Wirtschaftsinteressen entmachtet wurden und dann willfähigen Diktatoren einzusetzen.